Playmobil, Film, Deutsch, Familie Rossi, Namentausch, mal sehen, was passiert. Ach, endlich habe ich meine Hausaufgaben erledigt. Endlich, ich kann endlich spielen gehen. Emma hat mir ja eben schon gefragt, ob wir zusammen was spielen könnten. Jetzt habe ich Zeit. Emma, ich rufe sie mal, damit sie auch Bescheid weiß. So, Emma, ich bin jetzt für dich. Also, was sollen wir spielen? Lutschbonbon oder ähnliches? Oh ja, ich habe mir schon was überlegt. Lass uns Namentausch spielen. Namen was? Meinst du damit, dass ich jetzt zum Beispiel Emma heiße und du Lena? Ja, gute Idee, oder? Okay, also sollen wir dann auch so spielen, dass du in meinem Zimmer bist und also dass ich muss, weil ich bin ja Emma und dann muss ich jetzt in dein Zimmer und du bist dann Lena, dann musst du ja in mein Zimmer. Das stimmt. Perfekt, dann habe ich eigentlich auch ein ganz großes Zimmer. Das ist gut. Okay, dann überlasse ich dir mein Zimmer. Viel Spaß immer in deinem neuen Zimmer. Danke. Oh Mann, ey, und ich muss jetzt in diesem klitzekleinen Zimmer spielen? Das geht ja gar nicht. Hier sind ja nur Puppen. Oh Mann, ey. So, perfekt. Den Kirschkuchen, der sich Lena gewünscht hat, den habe ich jetzt fertig gemacht. Ich muss jetzt aber auch Lena rufen, sonst sie muss ja Bescheid wissen. Lena, kommst du mal runter? Ja, Mama, was ist denn passiert? Muss ich dir helfen oder so beim Kochen? Ich habe Lena gesagt und nicht Emma. Was willst du? Emma, also schön, dass du da bist. Ja, alles klar oder so. Ja, ja, ist schon alles klar. Was ist der Kirschkuchen für mich? Oh, das sieht ja lecker aus. Ja, der sieht ja ganz schön lecker aus. Also normalerweise war das für Lena, aber okay. Okay, danke Mama, hat wirklich lecker geschmeckt. Dann tschüss, bis gleich zum Mittagessen oder ähnliches. Okay. Also das geht ja gar nicht. Ich habe ja Lena gesagt und dann kommt plötzlich Emma und bedient sich einfach ohne... Also ja, normalerweise sollte das ein Familienkuchen sein, aber die Lena wollte sich ja... hat sich heute Kirschkuchen gewünscht von mir, weil ich richtig gute Kuchen backen kann. Und dann habe ich sie halt gerufen, weil sie ja... Also sie muss ja Bescheid wissen und sie muss ja auch gucken, ob ihr da den Kirschkuchen schmeckt. Warum konnte sich zum Beispiel Julian aussuchen, was wir Schönes zum Essen, was ich zum Beispiel fürs Essen vorbereite, aber okay. Ach, perfekt, ich bin irgendwie richtig fröhlich, hier in Lenas Zimmer zu sein. Dann kann ich ja spielen und so. Ding, dong, oh, wer klingelt denn da an der Tür? Ach, das ist ja Efi, Emmas beste Freundin. Oh, dann kann ich sie ja schon gleich rufen. Ich lasse erstmal die Efi hinein. Ach, hallo Efi, na, wie geht's dir so? Gut. Wolltest du mit Emma spielen? Also ich glaube, ja, du bist ja hier nicht wegen was anderes, oder? Ja, ja, wo ist denn Emma? Die ist oben. Soll ich die dir kurz runterholen? Dann könnt ihr ja hier unten kurz besprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen fernsehen. Dann sage ich nur Martin, also mein Mann, Bescheid, dass er vom Fernseher gehen muss. Er ist ja schon eine halbe Stunde vor diesem Fernseher. Also bitte. Soll ich sie runterholen? Okay, na gut, dann rufe ich sie. Emma, kommst du mal runter? Ja, was ist denn, Mama? Was ist passiert oder so? Hä? Ich habe Emma gesagt und nicht Lena. Ja, ja, du hast Emma gesagt, dann bin ich runtergekommen. Wieso? Hä? Hä? Also, ach, hallo Efi. Ist alles klar bei dir? Komm, lass uns zusammenspielen. Ja, ja, komm. Ich finde, das ist auch was Gutes. Lass uns gemeinsam spielen. Ja, komm, Lutschbonbon, kennst du das schon? Ja, das macht voll Spaß, mit dir zu spielen, Lena. Nein, nein, ich heiße Emma. Hä? Also, ich wollte ja schon eben also sagen, aber dann habe ich lieber zugehört, was sie da sagen. Hä? Die heißt jetzt plötzlich Emma? Lena? Ich bin richtig verwirrt. Also, was ist ja passiert? Ach übrigens, Julian, wolltest du mitspielen? Ich dachte mir so, dass du Namentausch mitspielen willst. Da müssen wir nur noch Papa Bescheid geben. Dann kannst du ja Martin heißen und Papa Julian. Oh, gute Idee. Oh, hey Kinder, na, ist alles klar bei euch? Ja, Papa, wir haben gerade über dich geredet. Was denn? Ich und Lena spielen Namentausch. Deswegen heiße ich ja auch Lena und Emma. Okay, und? Und Julia und ich habe gerade gefragt, damit wir vielleicht, wir alle einen Namentausch haben, dass du vielleicht mit Julian mitspielen könntet. Du Julian heißt und Julian Martin. Also, ich habe ja sowieso nichts Besseres zu tun. Also,
Okay, dann von mir aus spielen wir mit. Dann heißt ja, ich habe heute Julian und Martin. Ja, aber das wird ja auch nur für heute sein. Wir spielen ja auch mal ein Spiel. Ich glaube nicht, dass wir wirklich so heißen. Jeder hat seinen eigenen Namen und der Name sollte man auch genießen bis der Rest des Lebens. Ja, schön, Anna. Und jetzt? Ja, jetzt spielen wir mal weiter Namen tausch. Also, du heißt jetzt Julian und der Julian heißt Martin. Okay? Ja, gute Idee. Okay, na dann tschüss, Evi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag mal, Lena, weißt du vielleicht, was hier so los ist? Also, ich frag mich nur ein bisschen, warum du plötzlich mit Evi gespielt hast. Also, eigentlich sollte Emma mit ihr spielen. Ja, ich weiß und ich habe einfach auch mit ihr gespielt. Ich bin ja auch Emma. Hä? Also gut, also ich verstehe zwar immer noch nicht, was die da so vorhaben und wer ist was, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber naja, gut, was ist was? Ich muss es auch mal genießen. Oh Mann, ich muss jetzt langsam wirklich Julian runterholen. Er wollte ja auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Julian, kommst du mal runter? Ja, was ist denn? Ach, Martin, ich habe Julian gesagt. Bitte fang jetzt auch nicht mit diesem Quatsch an. Du heißt nicht Julian, das weißt du ganz genau. Du hast einen Namen, der feststeht. Und nicht, dass du hier einfach deinen Namen durch die Gegend schmeißt. Also was soll das? Ich habe so einen Stress mit Lena und Emma. Die eine heißt Emma, die eine heißt Lena, die eine heißt Anna. Keine Ahnung, ich blicke nicht mal durch. Und dann noch du? Nee, das geht nicht. Das wird mir wirklich zu viel. So, und jetzt rufe ich jetzt auch noch der vernünftige Julian. Dazu musst du Martin sagen. Hä, wieso muss ich jetzt Martin sagen? Weil du das sagen musst, Linda, Schatz. Hä? Okay, Julian! Ich hab Martin gesagt und nicht Julian. Ach so, stimmt, ja, Entschuldigung. Julian, ich bin einfach so durcheinander irgendwie. Jetzt, Schatz, das merke ich. So, Martin sollst du rufen. Na gut, Martin! Und was passiert jetzt, Schatz? Na siehst du, da hast du dir den Martin. Hä? 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 Ich verstehe gar nichts mehr. Oh Mann, ey, muss das Leben immer so kompliziert sein? Bist du jetzt Martin oder bist du Julian? Also ich bin jetzt wieder Julian, ich spiele nämlich nicht mal mit. Okay, dann nehme ich jetzt wieder Martin. Hä? Wie soll ich jetzt... Oh Mann, ey, ich blicke hier nicht mal durch. Oh Mann, ey, ich blicke hier nicht mal durch. Das Einzige, was ich ja machen könnte, ist lieber auf dem Boden liegen und mich einfach auf den Boden schmeißen. Ich verstehe gar nichts mehr. Wer heißt jetzt was? Jetzt heißt er plötzlich jetzt noch Julian. Julian, ich dachte, du heißt Martin. Und Martin, und Julian, wieso hast du zu mir gesagt, dass... Also, ich meine, dich, Martin, ne? Ja, Schatz, ich weiß das schon. Und Martin, wieso hast du eigentlich zu mir gesagt, dass ich Martin rufen soll? Ja, weil du ja Julian wolltest, dann... Musstest du aber eigentlich Martin rufen, wenn du Julian was mitteilen wolltest oder ähnliches, dann musst du ja Martin rufen. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin einfach... Oh Mann.